Falls ihr Bock habt, auch mal bei Streams dabei zu sein, geht in die Beschreibung auf Twitch und lasst da gerne ein Follow da. Und falls ihr Bock habt auf coolen Pokémon-Content, dann schaut gerne mal auf meinem Hauptkanal Pokebazi vorbei. Ich gehe einmal ganz kurz den Weg zurück und heil. Ich will mir die Tränke für die Kämpfe sparen. 9 Level über dir und du bist ein Non-Guts-Boost-Ratfratz. Ja, und trotzdem Step-Quick-Attack. Ich bin safe. Außerdem, ganz ehrlich, du musst denken, wir haben so wenig KP, das Ding hatte wahrscheinlich nur noch 1 oder 2 KP. Viel hatte das nicht mehr. Ich glaube, der Crit hat nicht gemattert. Und wenn, Ratfratz hat auch eine höhere Crit-Chance, dadurch, dass es halt ein schnelleres Pokémon ist. Schafax, dankeschön für deinen Sub und Hallöchen. Naja, es ist ja noch nichts vorbei, ne? Es gibt immer noch den Kampf auf der Nuggetbrücke. Es gibt den Rivalenkampf davor gegen Liam. Es gibt immer noch genug Möglichkeiten. Und ich wüsste immer noch gerne, wo dieses Wallet hinkommt. Je größer das Problem, desto besser spielt Steffen. Eigentlich habe ich Tai Chi reingeholt, um ihn zu sacken. Das war halt nicht. Das war die einzige Möglichkeit, die ich noch prinzipiell auch ein bisschen hatte. Er musste irgendwas sacken und dann hoffen, dass halt dieser Knosp einen Hit tankt. Aber dass er natürlich dann auf guten Schlag geht und nicht auf Quick Attack, war halt ein Win. Moin Rikudo, willkommen zurück. Das war halt einfach fucking lucky, ne? Du hast halt so ein Glück, dass die Gen 1 KI halt die Gen 1 KI ist. Das ist wahr. Die ist bad. Wobei, in dem Hack wurde, by the way, gefixt, dass zum Beispiel Yugong in der Top 4 gegen Gift-Pokémon immer Erholung drückt. Das wurde in dem Hack, by the way, auch gefixt. So dumm ist die KI hier tatsächlich nicht. So. Hey, diese Encounter Rate gerade, ne? So, let's go. Was hast du? Nidoran. Das ist okay. So, Nidoran ist weg. Zubat. You know what? Das machen wir hier, weil Hornattacke ist eine Gesteinsattacke. Nehmen wir gerne. Dann nehmen wir uns noch den zweiten Mondstein mit. Oder Hyper Beam Giga Impact verändert. Giga Impact gab es ja noch nicht, aber strong. Ich glaube tatsächlich ja. Ich glaube, du musst dich jetzt erholen. Dann Sebi vorne. Wir nehmen einen Potion, weil ich jetzt gar keinen Bock habe zurückzulaufen. Save einmal, let's go. So, Slimer. Bruder, das Spiel können wir übrigens zu zweit spielen, ne? Und hast du noch einen Move, mit dem du angreifen kannst? Perfekt, und Emma. So, das Ding ist weg. Dieser Sprite, Crimer be like. Voltorb. Da holen wir Flimsovan rein. Einmal auf eine Hornattacke. Hoffing. Ich könnte Sebi schaffen. Ja, das sieht so fett aus hier, ne? Der Burn ist wichtig. Smog. Fancy Feueranimation. Aber ehrlich gesagt möchte ich nicht, dass ich vergiftet werde. So, das Ding ist weg. So, ich verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Abend. Mach's gut, Bro. Und danke, dass du da warst. Sebi ist Level 15. Wunderbar. Ditto. Ja, dann wär's halt zu dem, ne? Kannst du gerne werden. Leech Seed, ohne Witz. Leech Seed ist so ein wichtiger Move vor allem auch. Der spielt ja auf Switch Mode. Ja. Noch. Wenn es zu einfach wird, wechseln wir. So. Wir nehmen natürlich das Helix. By the way, Kabutops ist zum Beispiel hier ein Gesteinskäfer-Pokémon, habe ich gesehen. Aber, okay. Welches nehmen wir? Bleiben wir laut Helix treu? Oder nehmen wir das Domfossil und holen uns Kabutops?
Weil wir können das auch tatsächlich schon früher bekommen, weil ich habe schon gesehen, dass es eine Möglichkeit gibt, glaube ich, schon in, ich glaube, Safronia City könnte ich es schon holen. Dann machen wir eine Umfrage. Weil so ein Gesteinskäfer-Pokémon wäre schon cool mit Kabutops. Und wie gesagt, wir kriegen schon in Safronia City das Ding. Das heißt, sobald wir in Prismania sind, können wir tatsächlich einfach uns direkt ein, keine Ahnung, Tafelwasser holen und dann kommen wir direkt rüber. Geht der Mew-Bug? Das Ding ist, Mew ist tatsächlich, habe ich gesehen, unterm Truck. Du kommst, glaube ich, nachdem du den Soul Badge hast, also den von Koga, kannst du da nochmal hingehen und dann ist Mew tatsächlich unterm Truck. Es ist so arschkalt draußen, dann will ich nicht raus. Ich hab extra einen Pulli angezogen für den Stream. Oh. Okay, sieht nach Kabuto aus. Ja. Einfach lieber Seven Chance eher. True. Okay, wir nehmen die Pulli. Ich habe ganz viele Pullis. Und wir nehmen das Dome Fossil. Far away on Cinnabar Island, there's a Pokemon Lab. I'm taking my fossil there, tell you what. If you give me your fossil too, I can bring it to the lab and see if it can be regenerated. Oh, ja! Meet me in Saffron City. I'll tell you the results. Okay. Weh, du bist jetzt nicht unterwegs, ne? Hoppla. So. Und wir sind raus. So. Gescammt. Das wäre traurig. Das wäre sehr traurig. Das Schild ist so random deplatziert, ne? Wait, what? Trainer Tipps. You can hold up to 30 items. If you run out of item space, press start in the item menu to deposit an item to your PC. Sehr cool. Das ist nice. Haben wir hier. GM3. Okay, du bist eine Trainerin. Die gab's hier nicht. Die ist neu. Sind die nur Paras? The Fairy. Hier mal wieder ein Rubiner, damit er auch mal wieder ein bisschen was machen kann. Okay, vielleicht gehen wir doch eher einmal in Igma. You want a piece of me too? Get, oh, okay. Ein Rookie mit einem Pidgey. Ich glaube, es mal einmal Flimsova mit der Hornattacke, das ist besser. Ready. Das macht Igma, weil ich habe gerade nicht mehr so viele Optionen. Und ein Bulbasaur. Es könnte Rubina schaffen, wenn man einmal hochheilen. Hackfell natürlich. Und Leech Seed. Oh. Er bringt meine Taktik gegen mich. Hast du kein Shiggy? Nee, die Leute haben sich für Bisasam entschieden. Ich hab die Leute abstimmen lassen, die sind schuld. Schlechtes Schade für die erste Gen ist und bleibt Lumanda. Bisasam ist sogar der Beste. Ist er auch. Wir packen Chica nach vorne. Hast du die Shaved Evolutions gesehen? Nee, wo? Noch ein Rookie, der kämpfen möchte. Dem Ding. Achso, es gehört mein Herz ist gebrochen. Fünfmal. Da kann ich nichts für. Ich habe die Leute entscheiden lassen. Die sind schuld. Nicht ich. Warum holst du das Ding rein, wenn ich nicht. Focus Energy. Das Ding ist, ich pack sogar Tackle weg, weil Focus Energy funktioniert hier richtig. Und das ist dann eigentlich ganz cool. Squirtle. Da können wir jetzt in Igma gehen und einfach reinrücken. Ich hoffe echt, dass Chica durchhält bis Angaro. Das wird schon ziemlich fragil aktuell. Ja, ich hoffe es auch. Nicht irgendwas von euch? Oder seid ihr einfach nur da, um zu battlen? Okay. Rubina.
Oh, ein Great Ball. Das sah so aus, dass hier ist, da muss ja ein Item sein. Ich glaube, hier ist aber normalerweise gar kein Item. Ist das Route 3 oder? Ich glaube, den Fehler habe ich schon mal gemacht. Ich glaube, bei. Habe ich nicht die Karte geholt? Leech Seed? Okay, das kann nur Igma lernen, aber Leech Seed als TM? Weiß gerade nicht mehr, ob das neben mir noch eine neue Route ist. Kann mal jemand nachgucken, ob das links neben Azura City auch Route 3 ist? Oder ist das Route 4? Ich glaube, es ist Route 3. Wäre lieb, wenn das jemand nachgucken könnte. Ich will Collector. Okay, suchst du ganz normal Quapuzzi und Rosanna. Pidgeotto Fossil. Oh mein Gott, ich würde es super gerne machen. Im Pokémon Center hängt eine Karte. Ich schaue nachher Discord. Wo hängt hier eine Karte? War das in einer anderen Generation so? Zumindest sicher, dass Route 4 ist. Perfekt. Route 4? Okay, dann kriegen wir da einen neuen Encounter. Hallöchen, ich kenne noch. Game Pirate. Games to the place they should be at any cost. Me and my dad travel a lot, so you'll probably see me at Mars and other places too. I'm selling TMs that I copied from my dad's originals. Nein, du hast nur Byte. Bruder, nee. So. Erstmal die zwei Specials verkaufen wir. Immer noch gucken, wo das auswählt. So, Geduld brauchen wir nicht. Ich behalte mal natürlich. Die Irons können wir loswerden. Carbon können wir loswerden. Und den Rest behalten wir. So. Kaufen wir hier von Nummer 10. Dann kaufen wir hier von Nummer 10. Repel, finally. Kaufen wir hier von Nummer 3. Und perfekt. Haben wir gefragt, wie der Fahrerladen sich hält für den Preis, nimmt doch keiner ein Rad. Na, muss umrechnen. Was hat nochmal für ein Fahrrad? Ich hab ein Video gemacht. Ich glaube, ungefähr 3000 Euro ist das umgerechnet. No, Bro took a snooze. Muss man sagen, sorry, ich setze mich wieder. Alles gut. Appreciate ja den Versuch trotzdem. Ja, ich will aber nichts wissen. Weiß nix. Ich habe ja gesehen, dass hier ein Steg draus wurde, damit man angeln kann. Hier ist trotzdem noch das Item, oder? Hat der hier das Item weggenommen? Da war immer ein Sonderbonbon. Ich glaube, der hat einfach das Sonderbonbon hier weggenommen. Shame! Ja, es war eigentlich von unten, aber da war ich schon. Oh wow, hab ich da nicht draufgeklickt? War ich so dumm? Man bekommt hier tatsächlich schon die Angelroute. Gibt's hier irgendwas außer Carpador? Goldini. Horny 3!
Wir tackle dich mal. Okay, wir tackle dich nicht, das dauert viel zu lange. Wir gehen in Rubina und werden einmal packen, werden nochmal... Water Gun war ein bisschen viel Schaden. Pokéball. Ich meine, wir haben jetzt potenziellen Ersatz, falls Chica sterben sollte. Wenn jemand von euch Goldini sein möchte, also Horny 3.0, darf er oder sie gerne mal Hashtag Name in den Chat reinschreiben. Davon kann jetzt angeln und ich züchte gerade Fleckmon. Goldfischmon. Das ist Water Normal? Okay. Ich habe in aller Zeit noch genau das Fell, wo es auf dem Sonderbaum lag. Ich war nur ein bisschen verwirrt durch die Dings oben, aber ja. Steffen so, Steak. Mein Kopf so, Steak. Nee, Sorts, du musst einfach nur Hashtag Name schreiben. Nicht dein Name. So wie es Kova gemacht hat. Water Normal ergibt doch aber gar keinen Sinn, wenn Horn Attack zu einem Rock-Type-Move wurde. Was ist wahr? Okay, so, alles gut. Alles gut. Ich wollte es nur gesagt haben. Es sind drei Leute. 10. Und es ist Yuna. Yuna ist Horny 3.0. So, einmal Yuna. Was ist dann in dem Haus in Orania City? So, da oben können wir gegen Gary kämpfen, aber da gehen wir jetzt noch nicht hin. Kriegt man von dir irgendwas? Oder steht er einfach nur so da? Okay. Wir packen Rubina jetzt mal nach vorne, weil wir holen uns natürlich auf der Route einen Encounter und ich bin gespannt, was es wird. An sich mag ich mein Team bisher. Bin ich immer horny? Ja. Okay, let's go. Es ist ein Sandan. Ein Sandan ist cool. Hört mal Chica rein und der hat vor allem diese Dust-Klone. So, und jetzt wechseln wir aus. Wir sind etwas Boden-weak, merke ich gerade. So, wer Sandan sein möchte, darf einmal Hashtag Namen in den Chat reinschreiben. Burrows deep underground in arid locations, far from water, it only emerges to hunt for food. Das ist auch ein Normal-Type? Okay, bei dem verstehe ich es wegen Schlitzer. Bei Sandan und Sandama verstehe ich es wegen Schlitzer. Ja, Arcanine-Kampf war schon, ich glaube, jetzt bin ich auf dem Weg zu Electrode-Bunkers. Ich habe unendlich mehr Angst, meine Legend Arcus nach so genau Overworld zu verlieren, als in Kämpfen. Understandable. Und ganz ehrlich, als ein Bodentyp, da wird Taichi leider erstmal auf die Box gehen. Der kommt ins Team. Ja, bei Sandan und Sandama sehe ich das. Alleine für den Step mit dem mit Schlitzer. Das sehe ich. Und Doragon ist es geworden. Und nochmal gucken, ob ich es auch richtig gelesen habe. Doragon, doch, tatsächlich. Und der kommt jetzt auch ins Team. Warum kam da gerade ein Dings? Hat damals Sandan für Alola Sandan getauscht bekommen. Ist doch ein fairer Trade. So. Ohne Witz, Taichi, hast du uns den Arsch gerettet. Ich bin froh, dass du nicht gestorben bist. Und wir nehmen den mal mit. So, Level 6, 15, 12. Die müssen wir auf jeden Fall an sich noch ein bisschen trainieren. Wir haben nur drei starke Pokémon gerade. Also halb. Das Ding ist, ich will tatsächlich Nidoking eigentlich, ich weiß nicht, ob ich Nidoking jetzt schon entwickeln soll, ne?
So, warte mal, das Ding hat mit Mauzi angefangen. Will ich eventuell erstmal noch ein bisschen trainieren, bevor ich einen Kampf gegen Gary mache? Es hätte hier einen Shiggy gegeben? Auf einer normalen Route? Ich darf nicht fangen, ist das ein Nuzlocke? Ich würde es gerne fangen, aber ich darf es nicht. Ui. Quick Attack. Die nehmen wir mit. Gibt's hier sonst nur Sandan oder Shiggy? Wapsel auch. Ich glaube, hier bin ich fast besser, indem ich den hier trainiere. Easy war ich ja nicht, was eine Goddess. Ich hätte einfach einen Shiggy haben können. Au, Boga? Holy! Schafft der das? Ein Crit? Ich bin ganz im Ernst, das kannst du schaffen. Level 13. Leider lernst du was anderes auf 15. Vielleicht lernt er auf Level 15 noch was, wo er normalerweise Tackle lernt, weil Tackle hat er jetzt schon. Hätte hier Shiggy gegeben. Es gibt bei Nidoking keinen Grund, sie nicht früh zu entwickeln. Nidorino lernt keine inneren Satan-Attacken in Gen 1. Ja, komm, you know what. Nimm Sovan, du bist groß. Guckt euch diesen an, diesen Baba an. Der ist ein Ficker. So, Chica will ich jetzt schon auf Dings bringen. Sie werden so schnell erwachsen. True. Dadurch, dass es Wasser-Pokémon gibt, kann sogar Carpador hier alleine was machen. Na, nee, nicht wenn ich angeschlagen bin. So, 15 will ich den einmal bringen. Ja, es. Level 14. Und wir nutzen jetzt einmal einen Trank. Kabel. 20. 32 gibt wenigstens gute Dings. So, jetzt ein Level noch oder einen Kampf und dann haben wir das. Lernt er was? Komm schon. Nee, gar nicht mal. Fake News. Okay, das heißt aber Level 15 haben wir schon mal. Ich würde gerne alle erstmal auf Level 15 bringen. Das heißt, Rubina ist der nächste. Und dann fehlt nur noch Doragon. Ich habe ein grünes Schwert, ich darf das ganz occasionally. Und nur weil ich es erlaube. Dustclaw? Warte. Ab in den Dings. Warte mal, ist Gast? Tatte, ja, Gast ist Flying Type Move. Sind die neuen Attacken unten? Das Claw. Eine Bodenattacke, ne? Ja, 40 Stärke. Claw ist no additional effect. Einfach eine 40er Stärke Bodenattacke. Das ist ganz nice. Das ist tatsächlich ziemlich nice.
So, es wird mal Zeit, kurz wieder ein bisschen zwischenzuspeichern. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. By the way, es wird wahrscheinlich, damit ich schon mal sagen kann, am Samstag den nächsten Stream gehen, weil morgen muss ich arbeiten, Sonntag auch. Aber Samstag habe ich frei. Da werde ich unter anderem halt auf Locals gehen. Und wenn ich da zurück bin, dann kann ich mir vorstellen, dass wir dann weiter streamen. Weil wie gesagt, ich möchte ja wieder mehr streamen. Die Subs zum Beispiel sollen sich ja lohnen für die Leute. Gibt es hier nicht diesen Streamer-Modus, bei dem du unten die Sonderbonbons hast? Das weiß ich nicht. Aber das will ich auch ehrlich gesagt nicht nutzen. So. 14 schon. Ist Chiggy, hatte ich vorher einfach nur Glück mit Chiggy und dass jetzt keine mehr kommen? Ich habe das Gefühl, ich hatte einfach Luck. Kaum trifft, danke. So, Level 15. Nur noch der fehlt. Oh mein Gott. Der Sprite ist ja niedlich. Okay, jetzt kommen wir auf Level 1. Stunspore. Nee, ich will lieber Gift haben. Das Ding ist nur, hier kann ich Doragon echt schlecht trainieren. Komm, wir machen nur ein Level. Und ich glaube, dann gehen wir in den Kampf. Komm. Wir lassen den sogar vorne, damit er noch ein paar Level mitbekommt. Aber vorher... Aurora-Strahl. Sagt der Aurora-Strahl für Nidoking oder für Vulpix? Was haben wir denn noch? Karate-Chop. Ja, das ist ein Doppelkick. Karate-Chop wäre auch potenziell was für Doragon. Leech-Seed. Nur mal um zu gucken, ne, kann niemand. Ich sehe halt ehrlich gesagt den Aurora-Strahl auch eher bei Vulpix. Wiedersehen, Lick. Keine Ahnung, viele Attacken lernen. Vulpix hat er erst nachsehen. True. So. Hier können wir, glaube ich, gerade nichts mehr machen. Hallo, Liam. Let's go! Ist okay, ich streue noch Salz in die Wunde. Beedrill hat er jetzt einfach schon. Das heißt, Sebi. Focus Energy, die hier auch funktioniert. Hören? Danke, wow, cool. Dann gehe ich doch in Flimsova an. Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Schaden macht. Moin, Darius. Oh Gott, sieht der sexy aus, dieser Backsprite. Und Nidoking hat in Gen 1 schon einen geilen Sprite, aber holy, ist der sexy. Alter, guckt euch diesen mächtigen Nidoking Backsprite an. Man muss nur mal nett am Burn fragen, das war. So, Level 9. Krabby. Das heißt, wir können in Doragon gehen und können dann in Igma wechseln. So können wir den nämlich ein bisschen trainieren. Perfekt. Einfach ein Krabby. Diglett. Dann gehen wir hier wieder rein. Und gehen wieder in Igma. Das Claw. Scratch, okay. Und Diglett ist down. Level 10. Sand Attack. Und Charmeleon, ja. Dann gehen wir jetzt direkt in Flimsova. Hornattacke. Endball ist okay und noch eine Hornattacke und das war's. Wunderbar! Weißt du, was auch sexy ist? Ich, ja. Einbildung ist auch eine Bildung, Paul. Sollen wir mit anderen Männern am Flirten? Oh, sorry, Paul. Bist du etwa mit anderen Menschen am Flirten? Immer diese Chiggy. Bin ich toxic? Hallo? Bin supportive! So, jetzt können wir noch oben die Nugget-Brücke machen.
Immer diese Chicky, was habe ich gemacht? Einfach mit anderen Leuten geflirtet. Ja, okay, du hast... Ah, Scratch können. Wir haben's... Oh, okay. Komm, wir ziehen durch. 22? Ich will das eigentlich selber schaffen. Komm, danke. Und ein Beedrill. Und Level 12 und Poison Sting, sehr gut. Man nennt mich auch Flirty Bee. Das B steht für Bee. Ne. Wir werden auf jeden Fall noch die zweite Arena schaffen. Die will ich schon ganz gerne machen. Das Claw. Das macht gar nicht mal vier. Vielleicht kriegen wir erstmal das Gift. Oh, ich liebe es. Aua, das war viel Schaden. Effective against Special Attacks. Light Screen, ne? Wunderbar. Nidoran, da können wir einfach die Dusclaw wieder nutzen. Kannst du mich mal bitte nicht boxen? Perfekt. Das B steht für binäre Abstraktion, also eine 2 im Code. Das B steht für bescheuert. Da war ein Bulbi. Rubina, da taxte, ne? So, das ist gut. Deine Biene, ich bestäube dich. Sexuell. So, du hast ja Mankey. Dann gehen wir in der Rubin. Glare. Warum kannst du Glare? Du bist nicht mal eine Schlange. Low-Kick. Mhm. Natürlich gehst du auf den Glare. Und flincht mich jetzt die ganze Zeit. Er paraflincht mich einfach. Was ein ekelhafter. So, du. Er hat auch eine Dustclaw. Warum macht er so viel Schaden? Double Team, okay. Trifft, trifft, trifft. Oh! Dustclaw ist okay. Okay, Leech Seed hat getroffen. Das ist wichtig. Warum hat... Jetzt bitte lass mich Poison Powder auch noch treffen. Poison Powder. Ihn, komm. Doppelkick ist okay. Kann doch das scheiß Ding jetzt treffen. Danke. Jetzt werde ich ein bisschen schneller. Muss ich nur aufpassen. Okay, huh. Okay, ich weiß nicht, was ihr gerade schreibt, aber okay. Oh, ein Krabi. Warte, ich bleib hier einfach drin erstmal ganz kurz, weil ich einen Porsche nochmal einsetze. Damit ich jetzt weiterrücken kann. Aber ein bisschen zu gefährlich. Das war mir ein bisschen zu gefährlich. So, ich hätte gerne mal 11 Stück davon. Ich hab zu wenig. Steffens Chat not being unhinged challenge. Impossible. Das ist wahr. So, was hast du alles? Ein Evoli. Macht alles so viel Schaden. Sharpen. Ja, das erhöht den Angriff. Punita. Okay, wir pushen mich einmal hoch. Ember. Ba, 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 ba. Hey, Chica, wie sieht's aus?
Bock auf ein bisschen Bubble. Warum crittet das Ding so? Du schaffst das. Dir fehlen noch 5 Level. Beziehungsweise 3, weil für dich nutze ich dann safe die Sonderbonbons. Ich sollte nicht so laut reden. Nee. Fuck this shit, I'm out. Was ist los? Hey. Heißt Ponita. Warte mal, 22 entwickelt sich Sanana. Ich glaube, es war 22. Doch Gumi entwickelt sich doch per Level Up und Viscagoo dann per Level Up im Regen, oder? War Gumi nicht relativ spät? Hm. Erklär wen anders. Gift bitte. Gib mir das Gift. Oh, danke. Gott sei Dank. Ich hatte 45 im Kopf. Nee, es war früher. Es war auf jeden Fall früher. So. So, was hast du alles? Ein Rettern. Das ist okay, wir können... Das war ein Crit. So, warte mal, wir können sharpen. Nochmal sharpen. Dann können wir scratchen. Abra. Okay, da sollte ich wechseln. Zubat. Einmal mal mit dem. Und execute. Das macht Rubina. Das war so wenig. Oh, Leech Seed, du Ekelhafter. Hypnose Leech Seed. Okay, so einer sind wir also. Guck mal. Wenn wir Nugget auf jeden Fall bekommen, können wir mal zurück. Mal kurz heilen und ich werde einmal ganz kurz aufs Klo gehen. Ich komme gleich wieder. Nicht weglaufen, okay? Einen wunderschönen. Was geht ab? Ah. Ihr seid jetzt alle mit Steffen aufs Klo gegangen. Stimmt, Ingmar wurde einfach voll alleine gelassen. Shame, guys. Shame. Ich hoffe, es war ein guter Schiss. Dach dann nicht, Liam, da ist geflutscht wie nochmal was. So, hier oben gibt es auch nochmal 2 neue Encounter. Erstmal holen wir uns Donnerwelle ab. Falls es Donnerwelle ist. Thunderwave, okay, ist es. So, den will ich eigentlich ungern vorne lassen. Wir packen Rubina nach vorne. Voll entzündet, wenn das nicht so schnell geht, wie es kam, muss ich den rausnehmen bei der Don't Want To. Das ist doof. Ja, wenn du mich denkst, weil, weißt du, reflexartig dein Arschloch. Wow. Oh, das werden wir nicht fangen können. Ich will das haben, aber das werden wir nicht fangen kriegen, oder? Wir haben einen Superball. Kann ich den fangen, weil Tauschentwicklungen entwickeln sich hier. Kannst du bitte drinbleiben? Oh mein Gott. Bruder, wir haben einfach eine Abra. Ja, oh warte, ich soll vielleicht erst drawen, wenn überhaupt jemand kommt. Ihr dürft Namen, Hashtag Namen in den Chat reinschreiben, falls ihr Abra sein wollt. Ich merke gerade, Tai Chi wurde gar nicht aktualisiert. Der ist immer noch. Wir müssen gleich mal. Psychic Type. Ja.
Das ist nice. Das Ding kommt so weit von ins Team. Hallo Elea, auf der Box. Und bist noch alive. So einen Lack muss man haben. Easy going. Wir ziehen einfach schon mal und es ist Paul geworden. Ich denke, Paul ist okay, außer du willst Phoenix heißen. Ich werde mal langsam Paul eingeben. Jetzt, ich habe Pavel geschrieben. Yo, bin broken. In der Tat, wir müssen gleich mal gucken, was wir dafür rauspacken, tatsächlich. Moin, Black Greninja! Noch ein Abra. Kämpfen mal noch nicht. Steffen, verlier mich nicht, ich weiß, ich bin frail, aber gewinn das fucking Geld. Bitte pass auf, ich gebe mir Mühe. Erstmal holen wir uns aber noch den zweiten Encounter hier. Ja. Gab's hier nicht nochmal ein Item? Nee. Was spielt ihr? Quasi Pokémon Grün. Okay, Knuffenser. Das ist auch cool. Geh mal auf Duskclaw. Ein Whip. Falls dieser Flor mal sterben sollte, ist das tatsächlich eine valide Option. Weil ich liebe Sazenia. Und wir haben auch Knuffenser gefangen. Das heißt, falls ihr Knuffenser sein wollt, Hashtag Name in den Chat. So, haben wir einmal Kurva United. Elea, du bist schon ein Pokémon. Das geht nur an die Leute, die es noch keins sind. Natürlich ein Korb. Du bist schon ein Pokémon, sei froh. Aber es scheint so, dass es tatsächlich nur Kurva sein möchte. Wenn Pikachu kommt, bin ich dabei. Das haben wir schon im Vertania-Wald tatsächlich encountert. Deswegen ziehen wir einfach und hey, guck mal, wow, es ist sogar wirklich Kurva United geworden. K. Okay, you know what? Ich weiß nicht. Ich finde, das war Level 12, ne? Ganz kurz, ich fange ein neues. Ja, hier Level 12, dankeschön. Das Claw 1, das Claw 2. Pokéball. Norke soll ich es nennen. Wollte auf Lowercase gehen und bin auf End gegangen. Aber was passiert, wenn ich sterbe? Dann hast du wieder die Chance. Knorke soll das sein, ja. Weil der Namensbenenner war in Lavagna, so will ich das gerade richtig im Kopf hab. So, aber das heißt, wir müssen jetzt erstmal unser Team ein bisschen umstellen. Weil Paul kommt ins Team. Das ist ein Psycho-Pokémon, das ist ein fucking Simsala. So, Robina ist Habitat. Boden normal. So, klar ist Igma Pflanze, Dings bleibt. Sebi mit Feuer bleibt auch und Chica mit Wasser bleibt ebenfalls. Flimsova natürlich, das heißt Doragon oder Robina. Ich glaube, ich würde tatsächlich Robina rauswerfen, weil ich finde Boden normal nochmal ein bisschen besser. Wir haben mit normal dann Sandan und mit dem Flugtyp haben wir dann quasi Gyarados danach. Das heißt, wir nehmen jetzt K. Oh, warte mal. Dachte ich. Hab vergessen, wie das funktioniert. Stimmt. Release. Wir werden einmal ganz kurz K rausreleasen. Und dann nehmen wir Paul mit. So. Kommst du gleich durch den Monitor? Oh wow. Cool, ich komme nicht vom Pokémon Center ins Pokémon Center warpen. Ey, dieser Special Stat und dieser Speed Stat. Psywave hat es wenigstens schon zum Angreifen, das ist gut. Weißt du, kommst jetzt safe oben an die Stelle.
Pika braucht noch 2 Level, glaube ich. Wir haben 2 Sonderbonbons, ne? Ja.